Guten Tag, ich bin Sabine Clement, ich bin Kunstvermittlerin und Inhaber einer Kunstagentur in Köln. Ich sitze hier im Kölner Wertheim, einem Slow Working Space, direkt am Kölner Hansaring. Und ich hätte mit meiner Agentur zum Fotoszene-Festival mit einer Ausstellung Frank Paquet Photoworks teilgenommen. Die mussten wir unter den gegebenen Umständen verschieben. Und wir haben uns gefreut, als die Fotoszene-Veranstalter uns gefragt haben, wie es uns geht, was wir vorhaben mit unseren Projekten. Und wir treffen uns jetzt hier mit Frank Paquet, dem Fotokünstler, und Oliver Struch, dem Inhaber des Wertheims, um diese Fragen gemeinsam zu beantworten. Hallo Oliver, vielen Dank, dass wir bei dir zu Gast sein dürfen heute in diesem wirklich wunderbaren Haus mit vielen tollen Möglichkeiten, um Kunst zu hängen. Und das ist Frank Paquet, Fotokünstler, dessen Arbeiten wir hier gerne gezeigt hätten. Hallo Frank, wunderbar, dass du auch da bist. Du hast die Fragen und wir gehen die jetzt bitte mal gemeinsam durch. Ja genau, Sabine, die Leute von der Fotoszene, die möchten gerne wissen, seit wann es dich schon in Köln gibt und die möchten, dass du so ein bisschen über dein Haus was erzählst. Außerdem möchten die wissen, warum du dich für Köln als Standort entschieden hast. Ja, meine Kunstagentur gibt es in Köln seit 2012. Köln ist fürs Rheinland natürlich eine Drehscheibe in der Kulturszene. Wir haben hier Köln, Bonn, Düsseldorf, das Ruhrgebiet, ein sehr reich bestücktes Umland, sowohl was die Produzenten als auch was die Interessenten und Konsumenten angeht. Das ist hier wirklich das Herz Europas, das ist für mich sehr wichtig. Von daher war die Entscheidung für den Standort Köln auch aus privaten, aber auch aus professionellen Gründen sehr leicht zu fällen. Eine Kunstagentur bedeutet für mich, dass ich praktisch alle Dienstleistungen im Bereich zeitgenössischer bildender Kunst anbiete, viele Projekte, Verkäufe, auch Vermietungen, viel mit Unternehmen zusammenarbeite. Also eigentlich eine Galerie, aber ohne Räume und sehr auch am Künstler orientiert, viele Projekte mit Projektbeteiligten gemeinsam entwickle, so wie hier. Und vor allen Dingen flexibel und individuell arbeite und das alles immer mit dem Fokus auf Qualität. So, welchen Schwerpunkt hat denn deine Arbeit in Bezug auf Fotografie? Und welches Genre der Fotografie ist für dein Portfolio besonders interessant? Ich habe ein Portfolio, das nicht nur aus Fotografie besteht. Aber Fotografie ist natürlich ein sehr, sehr wichtiges Mittel der bildenden Kunst, der zeitgenössischen bildenden Kunst. Und daher arbeite ich mit drei sehr unterschiedlichen Fotografen zusammen und Frank ist einer davon. Was ich an seinen Arbeiten ganz besonders finde, ist, dass sie extrem zeitgenössisch sind, die technischen Möglichkeiten unserer Zeit absolut ausloten und dabei einen total eigenständigen künstlerischen Standpunkt behaupten. Und weil ich weiß, dass er enorm produktiv ist, ein fantastisch zuverlässiger Kooperationspartner und wir dann außerdem mit dem Wertheim wirklich diesen besonderen, gut gelegenen Ort gefunden haben, habe ich mich für dieses Projekt entschieden. Also es sind immer verschiedene Steine, die zusammenpassen müssen, dass ich dann mich für ein Projekt entscheide. Und die Fotoszene ist natürlich tatsächlich ein sehr vitales, vielfältiges Festival, in dessen Rahmen ich mich auch wohlfühle mit meinem Projekt und diesem Programm. Bitte erzähl uns doch etwas über die Ausstellung, die du während des Festivals gezeigt hättest. Ein bisschen was über das Konzept des Werkes. Und wird denn die Ausstellung verschoben? Und worauf hast du dich am meisten gefreut, was passiert wäre, wenn wir es denn gemacht hätten? Frank ist Fotograf seit Jahrzehnten, hat ein beständiges fotografisches Werk und arbeitet wirklich mit rein fotografischen Mitteln, obwohl die Ergebnisse oft mit dem Attribut malerisch beschrieben werden. Und das Besondere ist, dass er die Wahrheit, die Wirklichkeit, Fotografie als Medium, dass er eigentlich die Wirklichkeit abbildet, dass er natürlich auch die Wirklichkeit befragt und dabei zu Ergebnissen kommt, die ganz verschiedene Facetten der Wirklichkeit herausnehmen und auf eine ganz besondere Art verfremden, aber auch in die Tiefe gehen, so zum Beispiel eben durch Unschärfe, aber natürlich auch durch Vergrößerungen, durch bestimmte Ausschnitte, die Zuspitzung der Farbgestaltung, die man sieht immer noch, es ist Abbildung, aber es ist ein Ausschnitt aus der Wirklichkeit, der uns so neu konfrontiert mit diesem Blick, mit seinem ganz besonderen, wirklich auch ästhetisch sehr ausgereiften und besonderen Blick, dass ich glaube, dass es sehr gute Kunst ist, uns auch in eine Arbeitsumgebung zu platzieren, weil wir da im Grunde diese Unterbrechung brauchen, da auch die Energie, die da drin liegt. Das Wertheim ist ein Ort, wo gearbeitet wird, wo sehr vielfältig gearbeitet wird. Es ist eine sehr hochwertige Umgebung. Das heißt, da kommen verschiedene Haltungen zusammen, die eigentlich über Synergien sich nur gegenseitig befruchten und positiv ergänzen können.
So, damit ist schon klar, das geht nicht verloren. Ja, wir möchten mit diesem Projekt auch nächstes Jahr wahrscheinlich dann hier wieder am Start sein. Und wir machen das auch deshalb, weil wir uns natürlich sehr darauf gefreut haben, die ganzen Begegnungen während eines Festivals mitzunehmen. Ich mache das nicht so oft. Ich habe vielleicht ein oder zwei große Veranstaltungen mit meiner Agentur im Jahr. Und der Austausch, die Kommunikation, die Synergien mit Projektpartnern, auch gerade mit den Künstlern, mit denen man wieder intensiv ins Gespräch kommt, auch mit Projektpartnern wie dir, das ist eigentlich nichts zu ersetzen. Und da wollen wir auf jeden Fall anknüpfen. Ja, und Frank, wie ist das für dich als Künstler? Du bist eigentlich genauso davon betroffen. Ja, ich hatte mich natürlich auch sehr gefreut auf die Ausstellung, auf das Festival. Ganz besonders die Arbeiten jetzt hier in dem Kontext, also dem architektonischen Kontext, dieses spannungsvollen Umfeld zu zeigen und das Ganze drumherum natürlich. Wir hatten ja auch eine Menge geplant, was Veranstaltungen drumherum angeht. Leute begegnen die Kombination mit Musik und diese Dinge. Und von daher hoffe ich natürlich sehr, dass wir im nächsten Jahr die ganze Sache wie geplant an den Start bringen können. Wir schauen uns noch weitere Werke von Frank im Original ein an einem anderen Ort. Ich nehme euch mit durch das Treppenhaus des Wertheim. Hier seht ihr eine Arbeit aus der Reihe Sequences. Wir stehen hier vor weiteren Arbeiten von Frank aus der Sequence-Reihe. Dieser Konferenzraum heißt Betonzimmer. Diese Arbeiten vitalisieren natürlich eine Arbeitsumgebung in hohem Maße. Das kann man, glaube ich, sehr gut merken. Olli, wir machen weiter mit unseren Fragen. So, Sabine, gib uns doch bitte noch ein bisschen Bezug zur aktuellen Situation, die Corona-Pandemie. Wie geht es denn dir mit deiner Arbeit bezüglich dieser Auswirkungen dieser Pandemie? Wie hast du darauf reagieren können? Gibt es denn ein virtuelles Angebot für Zuschauer? Und wie würde denn diese Ausstellung Zuschauern überhaupt zugänglich gemacht? Es gibt kein virtuelles Ersatzangebot, weil ich glaube, dass bildende Kunst tatsächlich live erlebt werden muss. Es gibt ganz wenige Angebote, die für digitale und webbasierte Formen geschaffen sind, aber in der Regel muss man einem Kunstwerk begegnen, also keine Ersatzangebote. Diese Situation ist, glaube ich, für jeden Freiberufler und Selbstständigen eine große Herausforderung. Ich bin als Agentur ziemlich flexibel, das heißt, ich kann in so einen minimalen Dauerzustand übergehen. Das habe ich auch getan. Freude macht mir das nicht, das ist ganz klar. Ich meine, auch wir stehen ja hier schön im Raum aufgeteilt, um uns nicht zu nahe zu kommen. Und viele Dinge sind komplizierter geworden und das wird natürlich noch eine Weile so bleiben. Wir haben ja ein paar Teaser aufgehängt, einige originale Werke, denn das sind die eigentlichen Protagonisten unserer Arbeit. Und die können auch nur im Original eigentlich so authentisch erlebt werden, wie wir uns das wünschen. Also, was meinst du, Frank? Siehst du wahrscheinlich genauso? Ja, also ich genau. Ich setze da auf die nächste internationale Fotoszene, dass wir da dann wie geplant an den Start gehen können. Ja, ganz genau. Da freuen wir uns drauf. Absolut.